Hallo und herzlich willkommen bei 4 durch 3. Schön, dass du dabei bist. Wir machen heute etwas für unseren Schulter-Nackenbereich und für unsere Halswirbelsäule. Du kannst die Übungen ruhig öfters machen. Ja, mach das ruhig regelmäßig. Wenn du einen Büroarbeitsplatz hast, mach das zwischendurch oder mach das morgens, mach es abends. Wichtig ist, dass du es wirklich regelmäßig machst. Einmal am Tag wäre klasse, wenn du das schaffen würdest. Und dann wirst du auch ganz schnell merken, wie hier der ganze Bereich sich lockert, entspannt und du deine Schmerzen los wirst. Ich bin Tina und ich wünsche dir ganz viel Freude bei den Übungen. Füße breit geöffnet, Schultern tief ziehen, Brustbein aufrecht, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Und dann kreist deine Schulter nach hinten. Schultergürtel durchbewegen, mobilisieren. Bleib hier, Schultern weit weg von den Ohren ziehen. Nun roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Du kannst die Knie leicht beugen, Kopf locker, Arme locker, vor allem den Kopf so richtig in den Boden reinfallen, loslassen. Und roll dich hier langsam nach oben. Lendenwirbelsäule aufrichten, Brustwirbelsäule, Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Nochmal. Kopf locker, Arme locker, Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Kannst die Knie leicht beugen, vor allem dran denken, den Kopf ganz loszulassen. Und wenn du hier bist, dann einfach mal die Schultern im Wechsel auslockern. Arme bleiben ganz locker, Kopf locker, Atem fließen lassen. Schultern tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Schultern ganz weit weg von den Ohren, der Kopf macht ein kleines Nein. Halswirbelsäule durchbewegen. Wer möchte, kann ein bisschen größer werden mit dem Nein. Den Kopf von rechts nach links schieben. Da auch nochmal den Halswirbelsäulenbereich. Gut durchzubewegen. So weit zur Seite gehen, wie das dir angenehm ist. Ja, der Halswirbelsäule und im Nackenbereich. Gehen wir nie an eine Grenze, da bleiben wir immer in einem Bereich, der noch angenehm ist. Und zurück zur Mitte. Nochmal tief rollen, Kopf locker, Arme locker. Wirbel für Wirbel nach unten. Zeig dich mal von der Seite. Lass schon mal alles los, lass den Kopf locker. Und versucht immer so ein bisschen nachzufedern. Das ist eine super Übung für eure Faszien. Ja, für die Faszien im Rücken, in der Wirbelsäulenmuskulatur und aber auch für die Faszien im Schulternackenbereich. Wirklich versuchen loszulassen, locker zu lassen, nachzufedern. Und mal lösen langsam, Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Lendenwirbelsäule aufrichten, Brustwirbelsäule, Schulter tief ziehen, Oberkörper aufrichten. Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule, den Kopf macht ein kleines Ja. Und dann geht ihr im Zickzack von rechts nach links. Auch nochmal Hals-Nackenbereich durchbewegen. Ganz locker, immer im angenehmen Bereich bleiben. Und bleiben in der Mitte. Nochmal tief rollen, Kopf locker, Arme locker, Wirbel für Wirbel nach unten. Wer möchte, die Knie leicht beugen. Nochmal die gleiche Übung wie vorhin, locker lassen, loslassen. Und jetzt schiebt ihr den Oberkörper ein Stückchen nach rechts. Ja, dann habt ihr einfach auf der
locker nach oben und einmal mit Kraft nach oben. Die Fingerspitzen nach unten Richtung Boden ziehen, die Schulterblattsenker aktivieren. Locker nach oben. In dem Moment, wo wir die Schulterblattsenker, das sind die, die Schulterblätter nach unten ziehen, aktivieren, ja, tun sich automatisch die Schulterblattheber entspannen. Ja, und die Schulterblattheber, das sind die hier und das sind eben die, die bei den meisten Menschen ein bisschen verspannt sind. Und dann nochmal hier halten, Schultern ganz weit weg von den Ohren ziehen, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule, halten. Ja. Hände fassen, Arme einmal weiter vorne schieben, Schulterblätter auseinander. Fingerspitzen nach oben Richtung Decke. Und lösen. Genau, Schulter nochmal ganz locker lassen. Der Kopf macht noch einmal ein kleines Nein. Halswirbelsäule, Muskulatur lockern, lösen. Und bleiben. Genau, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser in deinem Hals-Nacken-Bereich. Und ja, mach die Übung ruhig jeden Tag oder einfach öfter, sodass du einfach jeden Tag ein paar Übungen machst, um deinen Hals-Nacken-Bereich zu lösen und zu lockern. Und ja, ansonsten würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, ein Feedback, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir einen Daumen hoch gibst. Und